jetzt haben wir schon unseren zweiten Akkord, den D-Dur-Akkord. Da spielst du von der D-Seite an, G-Seite, H-Seite, E-Seite. Du legst den Zeigefinger auf den zweiten Bund der G-Seite. Das ist unsere Quinte, Ton A. Den Mittelfinger legst du auf den zweiten Bund der E-Seite. Und den dritten Finger legst du auf den dritten Bund der H-Seite. Das ist Ton D. Dieser hier ist Ton D. Und das ist unsere Terz, Ton Fis. So, und ab hier kannst du jetzt, brauchst du dir jetzt noch gar nicht so zu merken, aber ich werde in weiteren Videos erklären, warum, weswegen, weshalb man schon wissen sollte, wie sich ein Akkord aufbaut. So, und jetzt kannst du hier immer von der D-Seite aus anspielen. So, jetzt machen wir mal den D-Dur in der Nahaufnahme. Das habe ich schon wieder so gesagt, ne? So fängt doch kein Satz an. Also wie gesagt, der Zeigefinger auf den zweiten Bund der G-Seite, der Mittelfinger auf den zweiten Bund der E-Seite und der Ringfinger auf den dritten Bund der H-Seite. Und jetzt kannst du ab der D-Seite abspielen. Einfach die D-Seite anschlagen und dann die Melodie-Seiten. Mensch, jetzt haben wir schon drei Akkorde. Und schon kannst du Lieder spielen. A-Dur, D-Dur, E-Dur. Alles fertig.